Boah, Karin, bitte, immer Ja. kurz vor knapp fällt Ja. dir noch was ein. Lass uns endlich los. Ey, ohne Scheiß, ne? Du gehst mir wirklich auf den Keks. Es ist alles fertig. Wir können jetzt sofort los. No stress. Ich nehme den Kalle mit. Komm, Kalle, wir fahren in Urlaub. Na, Karin, kommst du klar? Oh Mann, ey, jetzt hör mal auf hier, ey. Campingcarpark. Ein Vergnügen. 1, 8, 3, 6, 4, 6, 9, 2, 1. Keine Ahnung, ob das jetzt klappt hier. Schauen wir mal. Rappelvoll der Platz. Sonnenplatz ist nicht mehr frei, ne? Ich denke nicht. Wäre schon froh, wenn wir überhaupt da drauf kommen. Was? Ich verstehe kein Wort. Ja, Button. Ja, guten Morgen. Morgen. Ja, heute geht's weiter. Wir hatten. Bisschen Strecke machen. Genau, bisschen Strecke machen, sagt man, glaube ich, so in Fachkreisen, ne? Ja, wir haben ganz gut geschlafen, einen Pott Kaffee runtergespült und ja, jetzt geht's weiter. Wohin fahren wir direkt? Nach La Fla. Nach La Fla. Und zwar war ich da schon mal vor über 20 Jahren mit meinen Kumpels. Und ich würde mir den Ort mal gerne nochmal reinziehen. Ja, und dann wollen wir eine Runde wandern gehen da. So der Vorsatz. Bis später. Später, ciao. Mal wieder Mautstation. Dirk, wie geht's dir? Ja, geht schon wieder los. Ich habe schon wieder Schweißausbrüche. Ich habe ja anfangs erwähnt, ich entwickle sagen, so eine Schrankenphobie. Typische Symptomatik, ne? Kalte, schweißige Finger, ja. Herzrasen. Wir haben schon von Weitem gesehen und nervös die Karte hier gesucht. Ja, mal gucken, wie das diesmal klappt. Also meine Karte funktioniert auf jeden Fall nicht, aber deine Dirk, ne? Ja, aber schade, ab nächstes Jahr bitte irgendwo. Aber guck mal, die werden alle hektisch schon, ne? Wir sind nicht die Einzigen. Nee. Aber wir haben jetzt bei dem Vorgänger auf jeden Fall schon mal gesehen, wo das Bargeld reinkommt, ne? Ach du Scheiße, jetzt hat er die Kohle verloren. Oh nein. Und meinst du, wie oft das am Tag passiert hier? Ist sie runtergefallen? Ja, ja. Große Münze. Lässt da liegen, ne? Ja. Oh. So, ich sag. Ich lasse jetzt schon aus. 21,80 Euro. Was ist das denn? Alter! Was? 26,80 Euro. Boah. Okay. Aber es ist offen. Boah, muss ich jetzt 26,80 für, weiß ich nicht, 120 Kilometer. 120? Mehr war das doch nicht, oder? Und gestern waren es auch schon 22,80, ja. Ne? Ich. Also ohne Scheiß. Maut ist eine Bitch.
angekommen hier in Lafar. Richtig. Also schöne Gegend, aber es ist super, super, super windig. Ja. Und ja, wir werden tatsächlich jetzt mal wandern. Dirk meint, das wäre nicht ohne die Strecke. Wie sagt man so schön? Voll rein da, ne? Mhm. Frank? Ne, Frankie? Alles klar, los geht's. Also Oma, geht's? Was soll das heißen? Ich bin das noch nicht so gewohnt, verstehst du? Ja, ich auch nicht. Ja, Sackgasse, ne? Sackgasse. Komm, wir setzen uns hin und meditieren. Meditieren eine Minute und gucken, wie es weitergeht. Genau, hier geht's nicht weiter. Und zwar ist hier ja Ende. Viel Wasser. Wahrscheinlich ist hier auch ein Wasserfall, aber momentan ist das so trocken, ja. Jetzt kommen wir nicht weiter. Jetzt könnten wir natürlich oben rum, aber ganz ehrlich, dafür sind wir einfach nicht fit genug. Trau mir dir zu, du auch nicht, ne? Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich denke auch. Okay. Und dann mit Pepper, ne, das ist... Kannst du knicken. Unmöglich. Schade eigentlich. Ja, vielleicht finden wir noch einen anderen jetzt Spot. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum Auto. Heil und sicher. Komm, ist irgendwie nicht mein Ding hier. Warum? Ich hab Schiss. Willst du mal reinhalten oder raushalten? Ich bin da ganz bestimmt. Guck mal, das ist echt auf. Aber auch geil, ne? Dirk, du hast mehr Angst um mich als um die Höhe. Schön. Wie sieht man das, wenn ich so eine Höhe halte? Wir sind hier, glaube ich, mal, ich hab keine Ahnung, 400 Meter. Mal gucken, was sieht es. Ich kann nicht über die Brücke. Raus. Das ganze Stück ist natürlich nicht gelaufen, sag ich mal. Genau. War schon beeindruckend, ne? Ja. Vom Wegesrand hat die kleine Kräuterhexe ein bisschen Kräuter mitgenommen, Rosmarin und Thymian. Erschreckenderweise haben wir festgestellt, dass unser Gin-Vorrat im Kastenwagenauto quasi nicht mehr vorhanden ist. Totalkatastrophe. Aber man kann ja, habe ich gehört, auch kochen damit. Kartoffeln oder irgendwie sowas. Muss man mal gucken. Wenn man kochen kann. Ey, Mann, boah! Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Provence. Ja, salut. 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 Ja, wir sind angekommen. Wir haben gestern nicht mehr so viele Aufnahmen gemacht. Nee, war noch kaputt, ne? Ja, du bist ja durchgebrettert, ne? Ja. Ich darf ja nicht an Steuer. Doch, ich soll an Steuer, aber das ist eine andere Geschichte.
Darüber sprechen wir später einmal. Ja, da machen wir mal ein Laber-Video zu, ne? Ja, labern, das können wir. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Nein. So. Ich verfange mich schon wieder. Ein bisschen. Genau. Also, hier bleiben wir auf jeden Fall für 2 Tage. Und dann geht es Richtung Mittelmeer. Genau. Ja, wir fühlen uns hier ganz wohl, ne? Zwei Tage. Super Platz. Also wirklich, Preis-Leistung stimmt super gut. Ja, und die Umgebung ist schön, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir frühstücken erstmal. Wir frührücken jetzt und dann zeigen wir euch den Platz. So sieht's aus. Let's go. So, Schiffrocker. Schiffrocker, ne? Wo sind wir? Mit einer geilen Überziehbrille, ne? So, wir sind. Ist die von der Messe, ne? Ja, ist die von der Messe. Danke, Andreas. Viel zu viel Geld für bezahlt, ne? Kann das sein? Wir sind angekommen. Auch ein anderes Thema. Und zwar in Bombe de Venise oder so. Ne? Die französische Aussprache ist sehr schwer. Und zwar ist das ein 2-Sterne-Campingplatz, ein städtischer Campingplatz. In den Rezessionen stand drin 40 Plätze, aber scheinbar gibt es hier 65 Plätze. Ich schalte mal ganz kurz drauf, dann seht ihr, wie der genau heißt. Camping Roquefigur. Camping Roquefigur oder so, genau. Genau. Auch die Preisliste, ne? Dazu möchte ich sagen 20 Euro pro Übernachtung mit Strom, ohne Strom 15 Euro. Wie ich finde, unschlagbar. Finden wir richtig gut. Ja. Im Übrigen bekommt ihr einen Schlüssel ausgehändigt, für den. Entschuldigt bitte, es ist heute sehr windig. Kann sein, dass es einige Windgeräusche gibt. Wo war ich? Genau, für den ihr 20 Euro in bar hinterlegt als Kaution. Genau. Weil um 19 Uhr wird hier das Tor geschlossen. Und dann müsst ihr einfach den Schlüssel dann hier reinstecken. Und dann kommt er wieder raus, beziehungsweise rein. So, auf geht's. Hier vorne findet ihr die Rezeption. Mhm. Auch hier stand in den Bewertungen und Rezessionen, die wären so unfreundlich. Also gar nicht. Mal so gar nicht. Marie hat uns herzlich aufgenommen quasi. Ihr stellt euch erst hier hin und dann sagt sie, geht mal gucken, wo ein Platz frei ist und sucht euch was aus und dann kommt ihr wieder. Genau. Ja, bitte. Und steht für alle Fragen zur Verfügung, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ja, mega entspannt hier. Ja. Ja, hier könnt ihr euren Wein entsorgen. Genau. Oder auch eure anderen Müllarten, weil es wird ja nicht nur getrunken, es wird ja auch noch gegessen, Dirk. So. Ne? Also nicht wie bei uns. Ja, Grauwasserablass. Ja, haben wir die Chemietoilette gesucht und haben uns aufklären lassen. Hier ist die Chemietoilette und auch Frischwasserversorgung. Kenn ich so noch nicht, aber. So, da kommt auf jeden Fall alles rein. Auf jeden Fall haltet ihr den Schnorchel da rein. Und so. Supi. Hat gut geklappt, ne, Dirk? Gut ist, ne? Oha. So. Genau, hier sind die Bellos. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil da ist auch gut was los heute. Ja. Ich kann aber sagen, sind sauber und halt schlicht und einfach. Du hast aber gesagt, sauber. Keine Brille und keine Brille, kein Klopapier, aber genau. Es ist Frankreich. Stört mich mal gar nicht. Ja, Handwaschbecken, ne? Ja. Mit warmes Wasser funktioniert auch. Genau. Und hier duschen. Soll ich da mal kurz rein? Ja, ich glaube, jetzt ist keiner. Willst du mal da vorgehen? Ja, klar. Genau. So, ist doch absolut in Ordnung, nicht? Absolut, genau. Wasserdruck ist in Ordnung, kannst so lange duschen, wie du möchtest. Habt eine Abtrennung. Na? Duschen und hier könnt ihr euch waschen. Das ist für Männlein und Weiblein hier, ne? Ja, da steht Männer und hier steht Frauen, aber die Duschen und die Toiletten sind gemischt. Also okay, raus. Ja. Vor Kopf, da könnt ihr eure Wäsche aufhängen, finde ich auch mal ganz schön. Was das da für Dinger sind, weiß ich auch nicht. Ne? Was dann? Ja, ich weiß nicht, ob das so Sportgeräte sind. Ja, ich glaube, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber. Ach so, so. Vielleicht hat das irgendeine Funktion, aber. Ja, du kannst am Rad drehen. Das geht auch ohne Sportgerät, Dirk. Das sag ich dir aber.
Ja, und da werden wir nachher mal spülen, ne? Unseren ganzen Unrat. Wir machen jetzt hier keine große Platzvorstellung. Wir zeigen euch nur grob den Platz. Und dass man auch wirklich noch für wenig Geld auch ganz gut was bekommt. Ne? Also schon groß, ne? Und das liebe ich ja, dieses Parzellierte. Ne? Du hast es gerne für dich, ne? Absolut. Ja, unsere französischen Nachbarn. Bonjour. Hallo. Und ohne Scheiß, die sind hier alle mega freundlich. Ja, wir haben es auch ganz gut getroffen. Genau, hier stehen wir. Ja, wir können ja noch mal hier unten runtergehen. Ach, unsere Nachbarn sind schon weg hier. Ja. Ohne Scheiß, die haben sich gestern Mittag so, ne, gegen 12 erstmal erst ein Pastis im Kopf geknallt. Ja, die haben ja hier mit dem Kastenwagen zu zweit gestanden, schön gegenüber. Und ich glaube, die haben echt Spaß gehabt. Ne? Ja, so soll es auch sein. Schade, dass Pastis, morgen Supermarkt anfangen. Ich möchte mir auch wieder eine kleine Flasche holen. Eine kleine, ne? Ja, für die Camperboys. Ja, ich hoffe, da reicht eine Flasche. Großes Treffen am 11. Oktober in Belgien. Freue ich mich schon drauf. Das nur mal nebenher. Genau, hier gibt es, ich glaube, hier ist ein Zeltplatz. Ja, so genau weiß ich das nicht, was hier ist. Oder Buhlplatz? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, der Platz ist ein bisschen in die Jahre gekommen und auch hier der Minigolf-Bereich, der wird jetzt auch nicht besonders gepflegt. Also gar nicht, aber man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass hier früher bestimmt viel los war. Ja, aber dafür wirkt der Platz auch irgendwie authentisch. Ja, also ich finde, von den Vibes her ist das wirklich toll. Und guck mal, ne, wenn du hier so hoch guckst, da oben, ich mag immer solche, so einen Ausblick. Da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, ja. Da hinten sind auch die Weinberge. Ja, schon schick hier. So, ich würde sagen, das war's, ne? Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Ecke einen Zwischenstopp machen wollt. Platz verlinken wir wieder in der Videobeschreibung. Ja. Für einen schmalen Euro sich 2-3 Tage zu erholen und von hier aus auch noch ein paar Touren zu machen. Ja, wandern kann man ja auf jeden Fall gut. Wie gesagt, machen wir auch noch sind gleich, hier mitten in der Provence und kann man einiges reißen. Da sind wir schon wieder in unserer Straße, in unserem Block, in unserem Ghetto. Wow, du bist so ein kleiner Rapper, glaube ich. So innerlich, ne? Schlummert's in dir. Ja, ne? Genau. Also, ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen frisch. Boah. Und dann gehen wir mit euch ein bisschen in die Stadt, ins Dorf. Stadt vor allen Dingen. Dorf. Ins Village. Le Village. Le Village. So. Oh, irgendwo Tür arrive. So. Die französische Sprache ist nicht so unseres, aber wir üben es. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen in dem kleinen Dörfchen. Bonne de Venise. Was ist das? Ja. Bonne de Venise. Ich dachte, Bumselavinse oder so. Das habt ihr vor 22 Jahren gedacht. Stimmt. Genau, so. Heute haben wir Sonntag und tatsächlich gibt es hier einen Minimarkt, der noch geöffnet hat. Der geöffnet hat. Ja. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da hinten sind noch ein paar Weintrauben, die wollte ich mal kurz kosten. Einmal rüber. Hier ist Zebra. Ah, okay. Gut. Die geklauten schmecken mir am besten, ne? Ja, ja. Und da hinten ist die Gendarmerie hinter. Oh, kam. Die waren sauer, was? Da ist die Gendarmerie. Oh. Klappt, ne? So, wir wollen nichts bekippen, ne? Nee, aber das Wichtigste immer, egal wo wir hinkommen, sage ich als erstes: Excusez-moi, je ne comprends pas très bien français. Ich verstehe kein Französisch, sage ich denen, ne? Und dann kommen wir ins Gespräch. Ach, guck mal. Wo? Da kannst du auch ordentlich waschen. Das liebe ich an Frankreich, ne? Ja. Du kannst überall, also fast in jedem Dorf, vor jeder Stadt kannst du irgendwie waschen. Optimal für Camper, oder? Ja, klar. 20 Kilo, 12 Euro. Wo steht das? Da.
trocknen, 3. Ich untergeile Typ neben mir. Ich finde dich voll frech. Ja, ja, ist ein Insider. Genau. Machen jetzt Feierabend hier. An dieser Stelle endet dieses hervorragende Video. Eigenlob stimmt. Ja, ja. Stimmt. Stimmt auch. Ja, stimmt. Ja. Entschuldigung, kommt ein Trecker. Ja, gehört dazu, nicht? So. Also, wir waren für 2 Tage in der Entspannungsphase hier, haben uns ganz wohl gefühlt. Platz habt ihr ja gesehen. Mhm. Ja, jetzt geht es erstmal zurück und es wird gegessen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt auf unserer Südfrankreich-Tour. Ja, kurze Info, morgen geht es Richtung Mittelmeer. Mal gucken, wo wir da landen. Aber auch da nehmen wir euch mit. In diesem Sinne, ciao. In die Rinne. Ciao. Ciao.